Hi und Servus mal wieder zum Video vom Toro. Heute auf dem Tisch mal was zum Angucken bei mir, und zwar eine gemoddete, getaggte SAR M41. Genauer gesagt handelt es sich hier um die Sportmatch, und zwar um die eigentliche Deluxe-Version von Bugatti mit dem folgenden Set. Holz und Holz. Richtig, richtig cool. Aber gehen wir mal ein bisschen drauf ein. Das hier ist das wunderschöne Aluminium-Handguard-System, das Bugatti anbietet. Dazu kommen etliche dieser lustigen 22 mm Rails, hier schön verpackt in dem Butterbrotpapier. Könnt ihr euch mal angucken. Lange Rail, richtig cool. Die könnt ihr dann hier mittels Imbusschrauben, die auch mit dabei sind, einfach an den Frontguard ranschrauben und euch dran spaxen, was immer ihr wollt. Das ist echt eine richtig coole Geschichte. Kommt hier in diesem kleinen Karton, da ist das ganze Frontguard Set so quasi mit drin. Dieses wird einfach über den Spannring hier hinten am Body befestigt, dann wird es einfach nach vorne aufgesteckt und hier mit dem Pin gesichert. Das hier ist jetzt, wie gesagt, eine schon etwas aufgebaute Version, hat auch einen anderen Festschaft mit Hinterschaftbacke, also als Wangauflage, des Weiteren einen Angled Foregrip und ein cooles Zweibein aus Aluminium, das super geil rostet. Hier mit Sperrklinken, rostet sauber auf, liegt richtig massiv, ist einfach ein geiles Teil und jetzt so quasi als DMR perfekt spielbar. Die Klemmbrücke ist zwar nicht drauf, aber man kann sich schon grob was drunter vorstellen, wie das ganze Geschichtliche so aussieht. Ne? Ein super tolles Gewehr. Die Demontage ist eigentlich denkbar einfach. Der Frontguard, wie gesagt, Pin raus, runterziehen. Dann könnt ihr den wieder draufbauen oder runterbauen, je nachdem, was ihr halt eben so wollt. Der Akku kommt vorne rein, wenn ihr die Verkabelung rauslegt. Beim Hinterschaft verhält sich es genauso. Dieser ist ja wie bei Bugatti typisch mit dem Tamiya Klein verbunden und hat hinten den DIN raus. Bei dem könnt ihr euch so quasi dann die Verkabelung auch noch draußen legen. Dieser verfügt über den normalen Hinterschaft mit dieser klippbaren Hinterschaftbacke. Da könnt ihr den Akku hinten reinschmeißen. Ist eigentlich auch ziemlich simpel aufgebaut. Allerdings hat dieser Festschaft einen Nachteil. Er versaut euch die Visierlinie. Dieser ist relativ hoch, also gute 20 mm. Und ihr könnt mit einer Gittermaske die Waffe über die Iron Sights einfach nicht mehr schießen. Das ist nicht mehr möglich. Selbst mit der Wange blank, ja, ist es echt schwierig, noch gerade so über die Iron Sights, über die V-Kimmel zu gucken. Die Lochdiopter könnt ihr eigentlich schon komplett vergessen. Das funktioniert eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz, die ist geklebt, die könnte man runter machen. Dann so ein Camo-Tape drüber, damit kann man auf jeden Fall Abhilfe schaffen. Eine coole Optik drauf mit dieser hohen Klemmbrücke oder ein Zielfernrohr, 2- bis 4-fach, wird den Job super gut erledigen. So sieht halt jetzt im Endeffekt eine getaggte G3 aus. Richtig cool, vor allen Dingen dieses Aluminium Frontguard gefällt mir wirklich wahnsinnig gut. Liegt toll in der Hand, ist von der Passgenauigkeit und von der Fertigung her echt super fein. Es versaut die Silhouette der G3 nicht, sondern passt sich echt gut an. Das Finish ist identisch zum Body, das passt wirklich perfekt. Ne? Ich meine, mit dem Holzset habt ihr jetzt schon mal hier was richtig, richtig Geiles, so quasi als Rebellenwaffe. Aber das hier ist jetzt so quasi die getaggte DMR. Einfach stellt euch noch eine Optik mit drauf vor und dann habt ihr ein perfektes Gewehr. Der Hinterschaft ist auch einfach abzubauen. Hier über diese zwei Pins rausdrücken, rausziehen. Dieser sitzt richtig straff hier auf dem Body von Classic Army. Ganz feine Geschichte. Also da bin ich richtig happy damit. Und es ist einfach nach wie vor ein absolut traumhaftes, toll funktionierendes Gewehr. Da bin ich ein richtiger Fan davon. Und guckt so an, ne? Sowas könnt ihr aus eurer G3 im Endeffekt auch machen. Dazu empfehle ich euch, wie gesagt, dieses tolle, bei Bugatti erhältliche Schwabenarms Rail System mit dem Aluminium Frontguard. Hat originale Schwabenarms Markings, integriert sich da, wie gesagt, in die Waffe hervorragend. Das passt einfach super gut dazu und passt eben für die ganzen SAR M41 Modelle. Bei der 43er bzw. diese CA33 Modelle in der 556er Version, da passen sie nicht. Da müsst ihr einfach gucken. Aber so könnte im Endeffekt die G3 auch aussehen. Wunderschönes Gerät.
wie immer in diesem Kino, ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Bis die Tage. Ciao, ciao.